Diese schwindelerregenden Höhen können denen hier keine Angst einjagen. Spix-Aras, eine Papageienart aus dem brasilianischen Dschungel, die in freier Wildbahn aber bereits ausgestorben ist. In der Aufzuchtstation in Schöneiche bei Berlin, da ist aber tatsächlich die Nachzucht gelungen. Hoffnung für Brasilien und jede Menge Arbeit für unseren Reporter Christian Landrebe, der sich als Papageienpfleger versucht hat. Good morning, Mama. You know I'm going down this big road by myself. Hallo, Hunger, ruft es aus rund 100 Vogelmäulern und die soll heute ich gemeinsam mit Katrin sättigen. Frühstückszeit um 6 Uhr morgens. Aber erstmal ist an der Reihe, wer am süßesten ist. Hallo. Es kann sein, dass der sich bewegt, also nicht erschrecken. Das ist ja manchmal am besten Hand oben drüber, dass er nicht rausspringt. Ah, guck mal. Der hat doch gesoffen, ganz verquollene Augen hat der. Vor einem Monat ist der kleine Hyazinth-Ara aus dem Ei geschlüpft, so wie sein Kumpel hier, ganz alleine, weil stark wie Arnold und so heißt er jetzt auch. Na, ist doch schwer. Ja. Aber wie schwer, das ist die Frage, die sich vor und nach jeder Fütterung stellt, Tag für Tag und Nacht für Nacht, alle 5 Stunden. 268, ein paar zerquetschte, apropos. Hier kannst du richtig festhalten. Auf beiden Seiten aufpassen, dass du nicht das Auge zerdrückst auf der Seite. Also eigentlich hier, da kannst du richtig festhalten. Okay. Ich mach mal. Du musst ihn festhalten. Du musst ihn schon richtig festhalten. Aber also er will nicht, so springen, nicht, oder? Nee, also auch nicht hier am Hals zudrücken, dann bewegt er sich garantiert nicht mehr. Schön hier am Kiefer. Ja. Also, soll ich dir mal einmal zeigen? Ja, aber er wird trotzdem springen, ja? Er wird trotzdem springen. Und warum springt er überhaupt so? Das ist Betteln. Das ist, um die Eltern zu animieren, die zu füttern. Das ist dieses Betteln und durch die Bewegung werden die Eltern animiert, das Vorverdaute hochzuwürgen. Mhm. Also du kannst jetzt vom Handgelenk das einmal probieren, dann weißt du auch, was die... Schmeckt wie Pappe, ne? Ja. Pappe mit Nuss. Was schmeckt wie Altpapier ist zwar drin, doch noch nicht unten. Aber er schluckt es nicht. Schmeckt nicht, ne? Was der für riesige Nasenlöcher hat. Ja. Ja, und die werden noch größer, bis er erstmal ausgewachsen ist, wie seine Eltern. Und dann empfiehlt sich zu enger Körperkontakt nicht mehr. Mit der Nuss zufolge heißt Finger rein, Finger ab, oder? Auf jeden Fall. Umso dringlicher, dass es nun auch für die großen Hyazinth-Aras und alle anderen endlich Frühstück gibt, heißt für Katrin und mich Schnibbelalarm, Zucchini, Orangen, Äpfel, Salat und Eier. Die kriegen halt auch tierisches Eiweiß. Das ist ja pervers, oder? Vögeln Eier zu geben. Ja, ist ein bisschen gemein, aber es brauchen die halt. Einmal für ihren Stoffwechsel und dann halt auch, wenn sie brüten sollen, um ihre Eier zu produzieren, brauchen die halt auch die Inhaltsstoffe. Ja, und wie machen die das draußen? Fressen sich dann gegenseitig die Eier weg? Nein, ich denke, das machen die draußen über Insekten. Insekten gibt's heute keine, zu schade, dafür aber Sprossenkörner und Vitamine aus der Dose. Alles individuell für jeden Vogel abgewogen und sortiert, je nach Diät. So, jetzt aber Tischlein deck ich. Nee, erstmal sauber machen, allesamt Asen beim Essen. Was runterfällt, wird liegen gelassen. Verwöhnt ist, wer im Überfluss des Regenwaldes seine Heimat hat. Ja, die meckern jetzt so, weil du direkt an ihrem Nistkasten steht. Und das ist sozusagen ihr Nest. Und das verteidigen sie. Und die wollen nicht, dass da jemand Fremdes so nah rankommt. Ah ja. Deswegen machen die jetzt ein bisschen Rabatt hier drin. Ja, bei denen sieht man, wenn die drohen, die machen das alles synchron. Und daran erkennt man halt, dass es ein harmonisches Paar ist. Das ist eins unserer Zuchtpaare. Sehr harmonisch miteinander. So, nun endlich Frühstück. Wie soll ich das jetzt teilen? Streiten sie sich dann? Nein, das sind Schwarmvögel und die verstehen sich so gut, dass man das machen kann. Ah ja. Nach Vater, Koch und Kellner sein, ist Fotografieren der Spix-Aras nun mein Job. Soziale Netzwerke wollen auch gefüttert werden, Sponsoren zu locken. Von deren Spenden finanziert der Verein die Nachzucht solcher bedrohter Papageienarten. Das mochten die nicht. Und wo gehören die eigentlich hin? Also wo kommen die her, meine ich? So die kommen aus Brasilien ursprünglich. Die gibt es da leider nicht mehr. Die sind in der Natur ausgestorben. Und insgesamt in Gefangenschaft, beziehungsweise unter Menschenobhut, gibt es noch um die 100 Vögel. Aha.
Hier in der Nachzuchtstation in Schöneiche bei Berlin beherbergen sie 10 Papageienarten. Verschieden bunt in ihrer Pracht, gleich aber in ihrer Liebe zu grün. Wie sollen die ungefähr? Also möglichst rechts oder links in die Voliere, damit die eine gerade Flugbahn in der Mitte haben. Frische Weidenzweige und zum Abschied dann Blumen für die Damen und die Herren auch. Yummy.